Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir eine Macaroni-Quiche mit Schinken und Erbsen und dafür benötigen wir einmal Blätterteig aus dem Kühlregal, Schmand, Tiefkühlerbsen, ihr könnt aber auch natürlich frische nehmen, Kochschinken, Nudeln. In meinem Fall habe ich jetzt Macaroni, diese kleinen genommen. Damit funktioniert das, denke ich, am besten. Außerdem benötigt ihr Käse, in meinem Fall jetzt Gouda, Eier, Sahne, Petersilie, Salz und Pfeffer, etwas Muskat, 6 Cherry-Tomaten und etwas Butter für die Form. Mit eben jener Butter beginnen wir auch und fetten damit etwas unsere Form ein. Ich habe jetzt eine übliche Springform genommen. Im Anschluss daran setze ich die Nudeln auf und koche sie bissfest. In der Zwischenzeit kann man die restlichen Vorbereitungen treffen. Zunächst habe ich mich um den Schinken gekümmert. Diesen habe ich zunächst in Streifen und dann nochmal in kleine Stückchen geschnitten. I'm letting go, I'm letting go. It's a silent wind that never really blows. I'm letting go. Habe ich den Blätterteig in die Form gegeben. Dazu habe ich zunächst den Boden bedeckt. Das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr frischen aus dem Kühlregal nehmt und keinen tiefgefrorenen. Und mit dem Rest habe ich den Rand geformt. Für die Soße habe ich erst den Schmand in eine Schüssel gegeben und glatt gerührt. Danach habe ich die Sahne hinzugefügt, alternativ könnt ihr auch Creme Fine benutzen und diese ebenfalls dann untergerührt. Schließlich folgten die Gewürze, begonnen habe ich, wie ihr sehen könnt, mit Muskat, dann folgt der Salz und zum Schluss etwas Pfeffer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Petersilie jetzt schon in die Soße reingeben, aber ich persönlich mag das nicht so. Bevor ich die Eier hinzugebe, rühre ich die Gewürze etwas unter und dann folgt ein Ei nach dem anderen. In der Anfangsphase habe ich die Eier dann mit dem Löffel untergerührt und zum Schluss mit dem Schneebesen, damit es nochmal eine richtig schöne cremige Masse wird. Danach waren auch die Nudeln schon fertig. Zu denen gebe ich dann die Erbsen sowie den Schinken und rühre das Ganze etwas unter, bevor schließlich etwa so eine Handvoll Käse hinzukommt, die ebenfalls untergehoben wird. Diese Mischung kommt dann auf den Blätterteig in die Springform. I've been sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. Darüber kommt die Soße, die wir zuvor angerührt haben. Zum Schluss wird die Quiche noch mit den Cherry-Tomaten und etwas Käse bedeckt. Und dann kommt sie in einen vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft. Und sie braucht ca. 45 Minuten. Am besten backt ihr sie auf der unteren oder der mittleren Schiene. Und so sieht die fertige Quiche dann aus. Ihr könnt sie nach dem Backen dann mit Petersilie bestreuen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!